möchte dich gerne auf eine kurze Reise mitnehmen. Vielleicht suchst du dir schnell ein stilles Plätzchen. Fertig? Okay, dann komm mit. Schließe bitte deine Augen und atme dreimal tief durch. Halte nach dem Einatmen kurz für 3 Sekunden die Luft an, atme dann aus, damit sich alle Anspannung gut lösen kann. Ein. Kurz halten. Und wieder aus. Noch einmal ein. Kurz halten. Und wieder aus. Noch einmal ein. Kurz halten. Und wieder aus. Nun kehre zu deinem natürlichen Atemrhythmus zurück. Und lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Hände. Liegen sie auf dem Stoff deiner Kleidung oder berührst du gerade die Sitzfläche? Wie fühlt sich die Unterlage an? Kribbeln die Fingerspitzen ein bisschen? Sind deine Hände eher kalt oder warm? So, nun dürfte dein Kopf frei sein. Atme nochmal tief durch. Vor deinem inneren Auge erscheint nun ein Spiegel. Schau hinein. Du siehst dich nun selbst als kleines Kind. Dein kleines Ich lächelt dich an und guckt mit großen Augen auf das große Ich. Erinnerst du dich noch an deinen größten Wunsch als Kind? Erwachsen sein, wenn ich erstmal groß bin. Und so fragt dich auch dein kleines Ich. Können wir kurz tauschen? Du lächelst. Wie soll das gehen? Dein kleines Ich lacht ein bisschen und sagt, mach kurz die Augen zu, ich kann das schon. In der Vorstellung schließt du abermals die Augen. Als du sie nach ein paar Sekunden in der Vorstellung wieder öffnest, bist du auf der anderen Seite vom Spiegel. Dann fällt dir vieles wieder ein. Du hast dich immer über so vieles gewundert. Du hast so oft innerlich den Kopf geschüttelt und die Augen verdreht, wenn sich Erwachsene selbst das Leben schwer gemacht haben. Du wusstest ganz genau, dass irgendwie immer alles gut wird. Du warst so neugierig. Du wusstest auch genau, was du wolltest und meistens hat es auch geklappt. Es war dir egal, woher jemand kommt, wie alt oder jung jemand ist. Oder was der oder diejenige arbeitet. Du hast jeden Tag daran gedacht, was sein könnte, wenn man stirbt. Du hattest aber keine Angst, weil es ja noch so lange hin ist, bis du alt bist. Atme tief durch. Schließe noch mal in der Vorstellung kurz die Augen. Und schau wieder in den Spiegel. Dein kleines Ich grinst von einem Ohr zum anderen. Du hörst deine eigene Kinderstimme. Das war so cool. Dein kleines Ich im Spiegel bekommt auf einmal wieder große Augen und sagt, ich glaube, du sollst nochmal nicht gucken. In der Vorstellung schließt du deine Augen noch einmal. Du spürst Wärme hinter dir und so helles Licht, dass du es durch deine geschlossenen Augenlider wahrnehmen kannst. Sehr vertraute Hände legen sich auf deine Schultern. Du spürst Vertrauen, Geborgenheit und Sicherheit. So, als ob dein Schutzengel dich mit seinen Flügeln umarmen würde. Nun nimmst du wieder deine Stimme wahr. Sie ist nun volltönender, klingt reifer und ist sehr selbstsicher. Hallo, mein kleines Ich, mein tapferes Herz. Weißt du, wie stolz ich auf dich bin? Du hast so vieles geschafft und so vieles überstanden. Trotz vieler Kämpfe, Enttäuschung und Rückschlägen bist du hier. Auch wenn du nicht immer erfolgreich warst, gibst du das, was du kannst. Und das ist großartig.
egal wo auch immer du gerade stehst. Ich darf dir leider nicht sagen, wie es jetzt direkt weitergeht. Aber ich werde dir heute einen Schlüssel geben, damit du es in Zukunft ein bisschen leichter hast. Denke von nun an immer daran, wenn du etwas hast, was dich ängstigt oder du nicht zu schaffen glaubst. Atme tief durch und stell dir immer wieder diese Fragen. Warum geht es auf einmal so gut? Warum schaffe ich es immer doch noch rechtzeitig? Warum habe ich doch noch immer so viel Glück? Mit diesem Schlüssel kannst du Türen öffnen, die du vorher noch nicht einmal erkennen konntest. Ich muss nur wieder gehen, aber wenn du mich brauchst, werde ich immer für dich da sein. Das helle Licht lässt langsam nach. Du öffnest in deiner Vorstellung die Augen. Dein kleines Ich strahlt dich an. Es war so schön, dass du da warst. Komm bitte bald wieder. Du lächelst nun deinem kleinen Ich zu und du weißt genau, dass du in Zukunft immer ganz bei dir sein wirst. Atme noch einmal tief durch und komme wieder in deiner Welt an. Und öffne ganz langsam die Augen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald.